Freunde, wer hätte das gedacht? Der Siegeszug der Grünen geht ungebremst weiter und sie sollen mittlerweile stärkste Partei in Deutschland sein. Und wer es schon vergessen hat, dem blende ich mal ganz kurz eine kleine Folie ein. Ja, einige Monate ist es erst her, da mussten wir ganz offiziell schon folgende Schlagzeilen lesen. George Soros hofft auf die Grünen in Deutschland. Die Menschen in Europa müssen aufwachen, bevor es zu spät ist. Soros Hoffnung für Deutschland sind die Grünen. Doch Soros hat auch eine Hoffnung, die Grünen. Die Situation ist alles andere als hoffnungslos. Die deutschen Grünen haben sich als einzige konsequent proeuropäische Partei des Landes gezeigt. Und jetzt schauen wir uns mal die aktuellen Schlagzeilen in der gesamten deutschen Medienlandschaft an und was angeblich alle Wahlumfragen mittlerweile uns verkaufen wollen. Umfragehammer, Grüne überholen Union. ARD Deutschlandtrend, Grüne sind erstmal stärkste Kraft. Weiter. ARD Deutschland Trend. Weitere Umfrage sieht Grüne als stärkste Kraft. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist drastisch abgestürzt, aber die wurde ja schon bei dem kürzlich stattgefundenen Bilderberg-Treffen wieder ausgeladen, weil man mit ihr ja gar nicht mehr politisch plant. Jetzt noch was zum Schmunzeln. Die Grünen werden als Zukunftspartei wahrgenommen. Ein gewichtiger Grund für den Höhenflug der Grünen. Sie werden als politische Kraft wahrgenommen, die am ehesten Antworten auf die Fragen der Zukunft hat. 27% der Wahlberechtigten sind der Meinung, die Grünen hätten diese Antworten. Und um diesen Menschen noch mal anschaulich das zu bestätigen, zeige ich euch jetzt einmal ein paar bewegte Bilder. Liebe Nichtmänner, wir wollen doch, dass jedes Kind glaubt, dass es gleiche Chancen hat. Ihr lehnt euch zurück und diskutiert Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern. La 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 la. Meine Güte! Wir brauchen größere Visionen und darauf bestehe ich. Die Minuten hier sind natürlich ein bisschen zu kurz, um einen theoretischen Aufriss zu machen. Aber ich möchte einfach nur ganz kurz feststellen, aber wir leben trotzdem rum. Wer ist Europa? Europa ist eine Frau. Dass wir in diesem unserem Ortsverband zum Beispiel 2 Mitglieder von 30 haben, die haben noch nicht mal E-Mail. Man kann so also zusammenfassend sagen, uns Grünen ist der Fisch wichtiger als der Joint. Ja, also ich meine, wenn diese Menschen keine Antwort auf Zukunftsfragen haben würden, dann weiß ich es auch nicht. Aber es geht ja noch weiter. CO2-neutral zu werden, und zwar an jedem Winkel dieser Erde. Und deswegen können Sie auch nicht sagen, wir retten den Regenwald und deswegen brauchen wir in Deutschland aus der Kohle nicht aussteigen, Herr Lindner. Sondern Deutschland hat Pro-Kopf-Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner. Bangladesch, das ist 10-mal mehr als Bangladesch zum Beispiel. Deutschland hat Pro-Kopf-Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner. Definitiv nein. Wir haben die klügsten Ingenieure, die klügsten Wissenschaftler der Welt in der Bundesrepublik Deutschland. Die schaffen es, mit Erneuerbaren, mit Energieeffizienz, mit Energiesparen unsere Probleme so zu lösen, dass wir nicht zulasten unserer Kinder so viel Verantwortung auf uns laden. Kritiker sagen, dann geht in Deutschland entweder das Licht aus oder der Strom wird viel teurer. Sehen Sie es auch so?
Ach, wissen Sie, wir kennen die Argumente. Die Argumente sind ja nicht ganz neu. Im Spitzenlastbereich, also nicht im Normallastbereich, dann wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen 11 und 12, verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Wir produzieren aber ungefähr 140 Gigabyte. Das heißt, das anderthalbfache dessen haben wir immer noch übrig, was wir brauchen. Ungefähr mittags zwischen 11 und 12 verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Wir produzieren aber ungefähr 140 Gigabyte. Ist das dein Ernst? Und obwohl sich die Bundesregierung zum Klimaschutz verpflichtet hat, wird sie ihr selbst gesetztes Klimaschutzziel 2020 krachend verfehlen. Noch haben wir alle Chancen, deutlich unter 2% zu bleiben. Deshalb schlagen wir Ihnen vor, den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern. Noch haben wir alle Chancen, deutlich unter 2% zu bleiben. Was laberst du? Ja, aber wir wollen natürlich auch die Umwelt und den Tierschutz nicht vergessen. Und da schauen wir uns mal Folgendes an. Auf der anderen Seite ist die ökologische Wahrheit. Und wir wollen, dass in diesen 4 Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß, wir werden uns weiter für sie einsetzen. Damit auch jedem ein für alle Mal endgültig klar wird, diese Partei ist keine Hoffnung und ist auch nicht die Zukunft, sie ist vielmehr der Untergang. Freunde, in diesem Sinne, man sieht sich und bis bald.